Man sieht, es regt sich Kritik. Sie gilt oft dem gesamten Programm. Dann wird bei uns zu Lande nicht selten ein Verein von Unzufriedenen gegründet, der im ganzen Bundesgebiet eingreifen soll. Einer von ihnen nennt sich Funk- und Fernsehfreunde. Der Vorsitzende schrieb uns: Bekommen wir keine Armee, werden wir weiterhin die Nebensächlichkeit bleiben. Dank der Selbstherrlichkeit der Fernsehplaner und Sendeleiter. Wir sind ehrlich, wir werden auch ehrlich kämpfen, aber hart, wenn uns die Chance gegeben wird. Der Mann, der auf eine Armee wartet, um ehrlich, aber hart zu kämpfen, wohnt in diesem Haus in Wuppertal. Wir haben ihn aufgesucht. Hans Kölsch, hauptberuflich Kaufmann und nebenher Komponist, gibt an, bereits 3000 Mitglieder zu haben. Und wofür der Feldzug? Das Kriegsziel heißt Mitbestimmung. Man will den einsamen Entschlüssen der Fernsehfürsten ein Ende machen. An welche Art der Mitgestaltung haben Sie gedacht? Der Kontakt muss ständig sein. Ständig. Und zwar so, dass jede Woche von uns aus oder irgendwie von einer bestimmten Stelle aus, die dann natürlich bestimmt werden muss, mit Ihnen die Kontakte aufnimmt und die Programmgestaltung einsieht und beratschlagt. Die künstlerische Ausführung darf natürlich im Grunde doch Ihnen überlassen bleiben. Angenommen, dieser Kontakt kommt nicht zustande, was würden Sie dann fordern? Da würde ich fordern, dass von der großen Masse aller Fernsehteilnehmer und Rundfunkteilnehmer irgendwie darauf hingedrängt wird, dass der Bundestag sich mit einer Abänderung dieses Gesetzes, des Rundfunkgesetzes, beschäftigt und einen Passus einlegt, der diese gegenseitige Mitarbeit als Voraussetzung macht oder direkt sogar bestimmt. Auch der Verband eines Herrn Erich Schwarz hat von sich reden gemacht. Wir fanden ihn in Karlsruhe. Es kennzeichnet einen gewissen Typ dieser Vereine, dass sie einander ungestraft vorwerfen können, ihre Mitgliederzahlen seien blanke Aufschneiderei. Es kennzeichnet aber auch die Macht des Fernsehfiebers, dass solch wundersame Gründungen überhaupt möglich sind. Auch Erich Schwarz wünscht Mitbestimmung. Er beruft sich auf 8000 Mitglieder und auf seine unfehlbare Methode, die Meinung der Zuschauer zu erforschen, um sie den Rundfunkanstalten nahezubringen. Wir gehen in jedes Haus, ohne Rücksicht auf wer da drin wohnt oder irgendwie. Wir brauchen keine Listen und nichts, sondern wir gehen in jedes Haus, denn in jedem Haus sind heute Fernsehteilnehmer. Wir verdrängen natürlich auch Rundfunk, wir sind ja Rundfunk- und Fernsehverband. Wir gehen willenlos, also ohne irgendwelche Dinge, in das Haus, jedes Haus. Der Deutsche Fernsehbund, eine Gründung des letzten Jahres, wollte sich von uns nicht interviewen lassen. Wir riefen ihn an und erfuhren, man wolle nicht zusammen mit anderen Verbänden genannt werden, weil diese teils einen geschäftlichen Charakter, teils keine Mitglieder hätten. Der Bayerische Verband beispielsweise bestehe praktisch nur aus Zeitschriftenabonnenten. Gemeint war eine altbewährte Vereinigung in München, Gabelsberger Straße 5. Der Verband der Rundfunkhörer und Fernsehteilnehmer in Bayern. Dieser Verband, der uns als einziger von einer sinnvollen Tätigkeit überzeugte, wird von Hans Löscher, einem ehemaligen populären Rundfunksprecher, hauptamtlich geleitet. Er bringt wirklich eine eigene Programmzeitschrift heraus. Das Bilderblatt erscheint 14-täglich und kostet 50 Pfennig, worin der Mitgliedsbeitrag von jeweils 2,5 Pfennig enthalten ist. Der jährliche Beitrag kommt demnach auf 65 Pfennig. Bei solchen Bedingungen ist die Mitgliederzahl des rein regionalen Verbandes enorm. Der Löscher Hansi weiß 120.000 bajuwarische Landsleute hinter sich. Welche Ziele hat Ihr Verband? Wir wollen alle Rundfunkhörer und Fernsehteilnehmer in Bayern erfassen, die aktiv Anteil nehmen wollen an der Gestaltung ihrer Sender und darüber hinaus den Kontakt zwischen Hörer und Rundfunk und Fernsehteilnehmer und Fernsehenge nun gestalten. Nicht? Wir wollen aber nicht nur die Belange der Rundfunkhörer vertreten im Rundfunk, sondern darüber hinaus auch Verständnis für die Arbeit des Rundfunks und Fernsehens beim Hörer und Fernsehteilnehmer wecken und dadurch ausgleichend wirken. Wir wollen kein Sammelbecken nur sein von unzufriedenen Rundfunkhörern und Fernsehteilnehmern. Wie wollen Sie das erreichen, dass Sie diese Verständnisförderung erzielen? Wir haben sie erreicht. In allen Städten, in denen wir waren, und wir waren in 185 Städten in Bayern, in großen und in kleinen Städten, mit Diskussionsabenden. Diese Abende verbinden heitere Geselligkeit mit heißen Wortgefechten.
Regelmäßig nehmen Vertreter des Rundfunks teil und wenn man auseinandergeht, ist der Familiensinn meistens wiederhergestellt. Ein Zweckverband ganz anderen Zuschnitts wohnt hier in Frankfurt. Die Schilder an der Hauswand künden von einer gewissen Interessenvielfalt. Ein Verein der Fernseher, ein Verlag der Fernseher, eine Firma für Automatenverkaufsstellen. All diese Aufgaben bewältigt in energischem Alleingang Hans Petroschka, ein Mann, der sich als absolvierten Kapellmeister bezeichnet. Petroschka unternahm den bisher größt angelegten Versuch, das deutsche Fernsehvolk auf die Barrikaden zu treiben, als er in 300.000 Exemplaren dieses Kampfblatt herausbrachte. Schlagzeilen: Das darf nicht so weitergehen. Lasst uns Schluss machen mit dem schlechten Fernsehprogramm. Nicht uninteressant ist das Impressum. Herausgeber, Redaktion, Chefredakteur, verantwortlich für den Inhalt, verantwortlich für die Satzungen, Petroschka macht alles. Natürlich ist er auch sein eigener Romanautor. 40 Jahre, ein halbes Leben und heimatlos heißt das Epos, in dem die gefühlvollen Sätze stehen: Ja, ja, mein liebes Mütterlein, wenn du wüsstest, durch welchen Kummer ich in der so schnöden Welt gehen musste und wie die heuchelnden Freunde reißende Wölfe sein können, dann hättest du mich wohl mitgenommen, als ich viele, viele Stunden an deinem Sarg auf den Knien lag, weinte und dich viele, viele Male küsste. Wissen Sie, meine lieben Leser, wie es ist, allein auf der weiten Welt zu sein, ohne Liebe, ohne Verständnis, verlassen von der ganzen Welt, kein Elternhaus, keine Heimat. Ähnlich stimmungsvoll, so darf man annehmen, stellt der Verfasser sich auch das Fernsehprogramm vor. Freilich, verlassen von aller Welt, fühlt er sich heute nicht mehr. Wie viele Mitglieder haben Sie zurzeit? Wir haben etwas über 20.000 eingetragene Mitglieder. Wie viel von den 20.000 Mark Mitgliedsbeiträgen, die Mitgliederzahl ergeben würde, gehen tatsächlich ein? Wenn ich ehrlich sein sollte, wir haben bisher bezahlte Mitglieder ungefähr 178. Wenn Sie das von Ihnen angestrebte Mitspracherecht nicht erreichen, würden Sie es dann erzwingen wollen? Wenn es darauf ankommt und wenn die Masse der Fernsehteilnehmer dieses wünscht, sind wir bereit, auch den Rechtsweg zu beschreiten. Wie stehen Sie zu den übrigen Zuschauerverbänden? Ich möchte in kürzester Frist an alle Verbände und Vereinigungen dieser Art herantreten und es versuchen, sie als Verband der Fernsehvereine zusammenzuschließen, damit, wenn wir getrennt marschieren, nur getrennt schlagen können. Wenn wir vereint marschieren, eine große Masse zu gleicher Zeit vereint durchführen können. Was auch immer die Vereine noch trennen mag, in ihren Wünschen kommen sie sich nah. Man kann das nicht verallgemeinern, aber der Fernsehteilnehmer möchte vom Fernsehen mehr Entspannung, entspannende Sendungen. Was verstehen Ihre Mitglieder unter Entspannung? Sendungen, die erfreuen. Sendungen, die irgendwie nicht viel Kopfzerbrechen machen. Was würde Ihrer Meinung nach der Wunsch Ihrer Mitglieder sein? Nehmen wir mal etwas leichte Lektüre. Leichtere Darbietung, mal wegen gute Operetten, nicht? Oder sehr gute Fernsehhörspiele, die den Menschen im Prinzip erfassen, aber die nicht so komplizierte Situationen darstellen, wie man das und so manchmal inhaltlose Wiedergaben, die vollkommen desinteressiert sind. Welche Art Programme würden Ihre Mitglieder in der Hauptsache fordern? Unterhaltung, leichte Muse und vor allen Dingen das wegfallen lassen, das politische Gehetze.